So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Feuerrot Mega Randomizer Nuzlocke Parts. Heute mit diesem komischen Biker, der uns in der letzten Episode gewagt hat anzusprechen. Was ein Lappen, der Tier. Egal, und er hat einen Arcani. Ja, ironisch. Ja, Arcani gegen Zivilsohn und Arcani kann Blubber. Alter, das ist geil. Arcani und Blubber, was unseren Speedwert senkt, und Iron Tail kann es auch noch. Ihr seht, das haut schon mega viel Damage raus. Obwohl wir ein Rocket Bappy sind und dieses Arcani wahrscheinlich eine Menge Level über uns ist. Und was kann man jetzt sagen? Keine Ahnung. Also wenn wir Arcani kriegen, dann würde ich mir schon wünschen, dass wir eins... Ja, und Arcani wäre nicht schlecht. Wirklich. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir jetzt eins bekommen. Heute können wir nämlich wieder eine Menge Pokémon fangen. Denke ich mal. Gehe ich mal aus. Denn, ja, wir sind jetzt natürlich hier auf der Route. Und hier auf der Route kann man hier wieder in den Busch steigen. Und in den Busch kann man dann einen random Pokémon fangen. Ich bin mal gespannt, was wir da fangen werden. Und ja, lass uns einfach loslegen. Drückt mir die Daumen, meine Freunde. Und ja, wir haben jetzt hier Donnerstag. Ich muss jetzt die Tage ein paar Parts aufnehmen. Für diese Gamescom-Tage, die ich nicht da bin. Und jo, wie gesagt, drückt mir die Daumen jetzt erstmal. Hä? Und was wird es sein? Ein Magnaien. Ah, Magnaien. Okay. Womit kann ich das Teil denn runterkloppen? Ich denke, mit einem Leaf Blade sollten wir gut dran sein. Okay, super. Ich hätte sogar einen Namen für das Teil. Das kann Eruption. Ey, das Ding kann Eruption. Was ist das denn? Okay. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich eigentlich hätte nennen sollen. Ich weiß jedoch ungefähr, dass hier irgendjemand... Oh, Glück gehabt. Magnai... Okay. Versuchen wir mal Fire Blast. Fire Blast auch nicht sehr effektiv. Fire Blast nicht effektiv. Es könnte von Typ Feuer sein. Ein Feuermagnaien. Okay. Jo, jetzt werfen wir mal hier Bälle. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich es hätte nennen sollen. Ich weiß aber, dass jemand hier Magnaien sehr mag. Leider kenne ich nicht mehr den Namen, nachdem ich ihn hätte benennen sollen. Von daher nenne ich ihn hier erstmal nach der Person einfach. Ich weiß, dass es etwas mit seinem verstorbenen Hund zu tun hatte. Und sie ist einfach trotzdem als Widmung. Ja, also widme ich den guten alten Toshi. Hab leider nicht mehr den Namen im Kopf, tut mir leid. Aber du weißt natürlich, dass du damit gemeint bist, beziehungsweise dein Hund. Und dass Magnaien eins deiner Lieblings-Pokémon ist. Oder wenn nicht sogar dein Lieblings-Pokémon. Irgendwie sowas war da doch. Und ja, jetzt bist du auf jeden Fall auch mal dabei. Und warum nicht, ne? So, es sollte Feuer sein. Okay, ist Feuer. Mutiges Wesen. Effektsbohr. Und so ein Step. Eruption, das könnte schon wehtun. Aber dann muss natürlich volle Leben haben, ne? Okay, dann hätten wir das. Und heilen wir jetzt nochmal unser Team auf. Und dann schauen wir mal weiter. Also wenn wir jetzt hier auf der Route 8 war das, glaube ich, was gefangen. Wir könnten hier unten nochmal angeln. Hier auf Route 12. Mache ich jetzt aber in dieser Episode noch nicht. Auf der Route 8 haben wir jetzt was gefangen. Und dann können wir jetzt gleich in Prismania, glaube ich, noch was machen und so weiter und so fort. Jedenfalls ist jetzt das neue Pokémon-Karten-Display draußen. Oder das Set halt. Ich habe mir fleißig meine Displays schon geöffnet. Ich habe mehr oder weniger meine Wands. Ja, also meine Wands, die ich haben wollte. Ja. Bin mehr oder weniger zufrieden. Eigentlich eher nicht so. So, jetzt muss man mal gucken, was für ein Typ war Zwiebelsohn. Fels, ne? Ja, okay, gut, so Fels. Okay. Und ja, genau. Ich habe Genesect einmal gezogen, zweimal Viridium. Ich brauche insgesamt 3 Viridiums und 3 Genesects. Und hier ist wieder ein Krankenwagen. Was ist da los? Ohne Scheiß, das ist voll krass, dass hier wirklich jedes Mal ein Krankenwagen vorbeifahren muss. Meine Fresse, gehen die ab, die Bitches. So, okay, Wismore scheint dann auch irgendwie Fels zu sein. Was, ein Felstrainer? Setzen die Biker hier bevorzugt Fels-Pokémon ein? Fels-Pokémon, Gesteins-Pokémon ein? Ja, keine Ahnung. So, Uri mal nach vorne. Uri braucht jetzt auch wieder ein klein wenig Training. Denn Uri entwickelt sich jetzt irgendwann mal, oder müsste sich doch mal entwickeln. Ich glaube, spätestens auf Level 40 entwickelt es sich. Dann haben wir spätestens auf Level 40 ein krasses, geiles Pokémon. Erstmal Level 33 für Uri, dann etwas Neues, Memento. Nee. Und ich kann euch mal Memento zeigen. Das ist nämlich Memento Mori. Memento Mori lässt
den Anwender sterben, aber der Gegner kassiert dann dafür ja, einen sehr starken Angriff und Spezialangriffsdrop. In einer Nuzlocke ist das natürlich mehr oder weniger dumm. Könnte ich irgendwann mal benutzen, so als Suizid-Move von wegen Opfer dich fürs Team, damit das Team überlebt, bla bla bla, irgendwie sowas in der Art, aber eigentlich eher nicht so. Eher nicht, nicht auf Uri. Uri ist unser Angreifer, ihr seht schon, Uri. Okay. Okay, was hat das verfickte Teil für den Typen? Scheiße, was mache ich jetzt? Wir können nicht mehr aus. Oh mein Gott, jetzt können wir nicht mal mehr auswählen. Was ist das denn? Ah! Okay. Ich muss nachdenken. Okay, das Typ. Okay, das. Was ist das jetzt, Typ? Das Ding, Feuer war nicht effektiv. Feuer war nicht effektiv. Ich weiß ja nicht mal, ob es effektiv nicht effektiv war oder ob es neutral war. Scheiße. Rauswechseln können wir dank Wickel nicht. Jo, jetzt müssen wir irgendwie die Zeit totschlagen. Lass uns doch bitte los. Bitte lass uns los. Lass uns los, Alter. Du Drecksvieh. Rain stopped. Okay, Rap is still hurting. Scheiße, was machen wir jetzt? Alter, das ist ja voll der Kampf jetzt. Ich kann das Ding ausstallen. Rain Dance, okay. Ah, ach man, das würde so viel Zeit in Anspruch nehmen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Okay, Wonder Guard, Wing Attack. Ja, jetzt hör auf, jetzt weg, oder? Sense? Okay. Feuer war nicht effektiv. Moment, Feuer war nicht effektiv, Psycho auch nicht und Gift auch nicht. Rocket Vappy hat nämlich auch noch eine Menge Moves, die wir ausprobieren könnten. Elektro, Wasser und normal. Ne, normal bringt eh nicht. Wegen Wonder Guard. Versuchen wir mal Hydro Pump. Okay, Wonder Guard ist aktiv. Scheiße. Swag? Auch nicht. Was ist das denn für ein Ding? Wenn es jetzt wirklich hier Unlicht Geist ist, dann müssen wir das irgendwie ausdauern. Aber wie? Okay, wie sieht's aus mit Gate All? Eigentlich hätte ich auch gesagt, wir könnten versuchen, hier ein bisschen, Dingenskirchen zu verwenden, ein bisschen Giftattacken und so. Da haben wir jetzt leider auch nichts mehr von, ne? Scheiße, Extrasensory. Emma ging auch nicht, ne? Alter, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Scheiße. Was haben wir denn noch so im Angebot? Wir haben noch den Zwiebelsohn. Zwiebelsohn, komm, versuch du mal irgendwas. Irgendwas zu reißen, komm. Zwiebelsohn kann. Warum mache ich Feuerblase? Ich depp! Wie sieht's aus? Ich habe noch Boden anzubieten. Boden habe ich noch anzubieten und Pflanze. Auch nicht! Was ist das denn? Das ist, glaube ich, echt Unlicht Geist. Das kann doch nicht Unlicht Geist sein, oder? Ich bitte euch, das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn dieses Ding jetzt hier besiegen? Wie soll ich das Teil down bekommen? Ohne dass es vorher mich down bekommt. Auswechseln können wir jetzt hier wieder nicht. Und ich kassiere die ganze Zeit kontinuierlichen Schaden von Rap. Kann also nicht auswechseln. Man muss jetzt schieben, was freed from Rap. Was freed from Rap. Ich könnte noch Geist benutzen. Nicht Geist, Käfer. Oh mein Gott, gib mir das Teil gerade auf die Nerven. Okay. Scheiße, das ist hier Battle gegen Shedinja. Epic Battle of the Epicness. So, jetzt kann ich glaube ich rauswechseln. Lady Devimon, komm, Lady Devimon, auf dich ist auch Verlass. Ich kann sehen, erstmal Wing Attack. Ich habe auch wirklich hier nichts, was ich hier benutzen könnte. Oh, danke. Danke, Anke, Alter. Boah, was war das für ein Typ? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Was hatte die Shedinja für ein Typ? Aber wir wissen, Käferattacken sind effektiv. Könnte Psycho sein. Psycho. Ja, Psycho könnte sogar ganz gut sein. Ja, yep, Psycho war das Ding. Ja, müsste Psycho sein. Oh mein Gott, Alter. Geh mir das Ding gerade auf die Nerven. Shedinja! Boah. So, Super Nerd Anne. Anne! Mama, ihr Essen hier! Anne, türkisch Anne! Okay, Ivysaur besiegt. Okay, merken wir uns. Ninja-Turm kriegen wir mit Dings down. Okay, das ist nämlich sehr wichtig. So, Rough Skin auf Diktri, okay. Bacon kommt rein. Oh.
Oh. Das Ding hat Flashfire. Wie sieht aus mit Psywave? Ist auf Psywave verlassen? Yo, super. Auf Psywave ist verlassen. Gut, dass wir ihn nicht mit einem physischen Move angegriffen haben. Denn sonst hätte uns Konter richtig so von hinten genommen. So, jetzt nochmal Anger. Okay, kein Problem. Wir müssen den noch verbrennen. Auf 1 runter und 5. Okay. Und der Poison Sting. Nicht effektiv, aber ist mir eine Latte. Ah, Level 34. Entwicklung? Fragezeichen. Entwicklung, entwickelt sich? Nope, okay. Krasser Scheiß, ohne Witz. Mein Gott. Und hier sind wir im Tunnelfahrt. Hier gibt es eine Menge Items auf dem Boden verstreut, die wir uns können fangen. Hä, was? Die wir uns können fangen? Die wir uns holen können. Oh. Stopp, hier können wir uns auch wieder ein Pokémon fangen, ne? Oh yeah, oder? Route 7, jopp. Hier können wir uns auch wieder ein Pokémon fangen. In Prismania City können wir uns genauso gut ein Pokémon fangen. Und das werden wir auch in Anspruch nehmen, kann ich euch garantieren. Aber wir fangen uns jetzt erstmal hier ein Pokémon. So, Leute, drückt mir die Daumen. Irgendwas Koralles, let's go. Irgendein Shedinja. Oh, boah, wie geil. Oh, nehme ich dankend an, Mann. So, Poison Sting. Ah, das kann sogar kommen. Okay, wie jetzt aus mit Psywave? Okay, halt. Oh. Nochmal Psywave. Geht daneben. Okay. So, wir wechseln jetzt aus auf Rocket Beppy. So, Rocket Beppy fängt die Hydro Cannon ab. Und, Pokéball. Ich meine, die Fangrate von legendären Pokémon wurde hochgeschraubt. Aber anscheinend nicht hochgeschraubt genug. Okay, normal. Noch ein bisschen weiter runter, oder? Geil, Alter. Legendäres Pokémon. Jetzt muss ich das nur irgendwie fangen. Ich finde, Uri hat schon super Arbeit gemacht. Von daher können wir weiter auf Uri bauen. So heilen wir erstmal Uri auf. Kassieren wieder eine Hydro Cannon. Das ist kein Problem eigentlich. Sollte kein Problem sein. Wechseln zurück auf Uri. Und ich hoffe, Uri kommt nicht auf dumme Gedanken und paralysiert das, vergiftet das Ding jetzt. Wir kassieren jetzt erstmal wieder eine Hydro Cannon. Okay, super. Noch Poison Sting. Okay, Must Recharge. Ja, wir haben halt nicht so schwache Moves. Wir müssen irgendwie das Teil runterkriegen. Aber wie ist die Frage? So, Poison Sting. Okay, vergiftet. Jetzt geht's runter auf Rot. Überleb. Okay. Jetzt wechsel ich wieder auf Rocket Beppy. Okay, so. Must Recharge. Aber das ist unser vorletzter Versuch, könnte das sein. Oder der letzte. Von daher, let's go. Komm. Articuno, bitte. Ah, Mann. Auch noch, obwohl die Fangrate hochgeschraubt wurde. Nein, Mann. Das gibt's doch nicht. Nur wegen dem Gift am Ende. Fuck this. Meine Fresse. Hätten wir jetzt ein schönes Arktos. Nur weil ich mich hier noch mit Pokébällen rumschlagen muss. Ab wann gibt's denn hier Superbälle? Gab's in Lavandia welche? Wenn's in Lavandia welche gab, dann fuck. Habe ich ja richtig reingeschissen. Toll. Zweites legendäres Pokémon, was wir uns hätten fangen können, nach Latios, glaube ich. Gab es dafür in Mittelding noch? Ne, ich glaube nicht, ne? Mittelding gab es noch nicht. Und dann kriegen wir. Okay, oh. Naja. Blizzard ist ganz gut für 1000 Poké-Dollar. Kann man nichts falsch machen. Softbolt ist auch ganz nett. Mudshot können wir auch noch holen. Sleep Talk, Bone Club, okay. Und Horn Attack. Naja. Wie sieht denn hier aus? Ich glaube, die verkaufen auch TM. Ne, okay. Gab es denn nicht noch welche TMs? Ich meine ja. So, ich hole mir jetzt schön 30 von denen. Inklusive ein paar Supertränken. Und dann können wir uns in Prismania City nochmal ein chilliges Pokémon holen. Hier gab's. Ah, Move Tutor. Move Tutor, was kannst du unserem Pokémon beibringen? Okay, das ist Balgab. Okay, Protzer ist sogar ganz gut. Merken wir uns. Protzer. Protzer und Feuerschlag haben wir jetzt schon. So, gab es denn noch. Warte, was gab es hier? Hier gab es Evolutionssteine. Ja, yep, okay. Was gab es denn nur einen, der TMs verkauft hat? Das fände ich ein bisschen schade. Aber es scheint wirklich so, dass es hier nur einen gab, der TMs verkauft hat. Oh mein Gott. Ich bin so am Block. So. Okay. Dann holen wir uns jetzt mal noch hier diese TMs. Bin auch mal gespannt, was das für TMs sind. Fresh Water. TM16. TM16. TM16, TM20 und TM33. Ja, okay, TM33. War klar, okay. So, jetzt gucken wir mal, was das für welche TMs beinhalten. Ist auch sehr wichtig. So, wir haben jetzt hier nämlich Hyperfang. Ah, verdammt, okay.
Muddy Water, ganz nett, okay, und Protect. Naja, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. So Läuterfeuer und so. Jetzt komme ich schon wieder einige. Du hast es aber mit deinem Läuterfeuer, ne? Ja, ich liebe Läuterfeuer. Läuterfeuer ist verdammt geil. Okay, dann haben wir hier wieder reingeschissen, wieder nichts bekommen. Ich gehe dann jetzt nochmal hier schön hier hinten, dann holen wir uns nochmal unser Pokémon in Prismania City. Und zwar ist es ja früher immer das Evoli gewesen. Aber was wird es diesmal sein? Was kriegen wir diesmal hier in der Randomizer Nuzlocke? Wird es ein legendäres Pokémon sein? Wenn es ein legendäres Pokémon ist, dann drehe ich wirklich am Rad und dann gehe ich ab. So, Leute. Okay. Okay, okay, was wird es sein? Was wird es sein? Eevee? Snorunt. Okay, wir nennen es einfach. Schnappke! Ja, Schnappke ist eigentlich voll cool. Wir nennen es einfach. Wir nennen es Yeti. Ich nenne es Yeti. Oh ja, Yeti passt gut. Yeti, das Schnäppke. Yeti! Okay. Yeti ist vom Typen Wasser. Modest, mäßiges Wesen. Natural Cure. Whatever. Kann Voltackle. Oh mein Gott. Wenn wir dir jetzt noch einen Wassermove beibringen. Boah. Geil. Schnäppke ist. Okay, Schnäppke. Wasser-Schnäppke. Warum nicht? Entwickelt sich natürlich noch zu Firnontor, aber Wasserschnäppke ist geil. Schnäppke! Episch, Leute, wirklich. Das ist geil. Und Schnäppke ins Team, meine Freunde? Ja, nein, Wasser-Pokémon brauchen wir noch. Haben zwar schon Rocket Rappy mit Wasser-Moves, aber ein Wasser-Pokémon an sich haben wir noch nicht. So, Sunpower, du kommst erstmal hier hin. Von daher, meine Freunde, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Schnäppke, was haltet ihr von Schnäppke? Ja, also müsst ihr wissen. Oder Yeti, bis ihr gesagt. Yeti! Von daher, vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut, bleibt schön frottig. Euer Binger, der Zehnfinger. Ciao!